Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Pine. Wir haben ja hier jetzt schon drei Schnuskis Wetter, Prüfung des Krieges, Sabbers Gold von der Forschung erledigt. Und jetzt haben wir noch ein kaltes Wiedersehen und der Grabgucker hier übrig. Da müssen wir jetzt dann zu den Golle die Gack oder zu den Kariblin. Ja, gehen wir mal in die Wüste. Präsentiere dich mit der Perlenhalskette einem Golle die Gack, Häuptling. Die Golle die Gack sind ein sehr stolzes Volk, die nicht einfach mit jedem sprechen, ganz zu schweigen davon, mit ihnen zu kooperieren. Wenn du an die Informationen gelangen willst, die sie vielleicht über den Irrtum haben, wirst du bei ihnen als wichtiger Würdenträger auftreten müssen. Dann aktivieren wir das mal. So. So, erstmal das Pferd schon wieder richtig konfigurieren, den Alpafanten. Ja, erlange den Status freundlich oder neutral bei den Golle die Gack. Ja, dann muss ich erstmal dahin. Na Jungs, seid ihr schwer am Sammeln? Da reiten wir jetzt erstmal in die Wüstengegend. Na, ist das aber weit. Da oben ist eine grüne Kugel. Irgendwo sind hier Schnapper unterwegs. Eine grüne Kugel. Ist da versteckt? So, da muss man jetzt irgendwie drankommen. Dann machen wir mal wieder einen Schuss. Für das da hochzustellen gibt es hier aber nichts. Mal gucken. Hier einen anderen Eingang. Da ist was. Da ist ein Hebel. Ja, jetzt steht das vor. Okay. Wahrscheinlich rennen, um darüber zu springen. Ja. So, und dann muss ich darüber und dann muss ich das wegsprengen. So, dann legen wir hier mal so ein Sprengstofffässchen ab. Wir werden das mal sprengen. Ums. Und da haben wir eine Pistuskugel und Diagelit.
Leute alles so vergessen? Bücher, Turnmatten, Vogelkäfige. Dann haben wir uns da die Kugel geholt. Schön. Wer wohnt hier? Ah, die Schmutzler. Na. Die Schmutzler. Hier ist der Geysir. Ach, die sind, glaube ich, jetzt feindlich. Sind die jetzt feindlich? Ja, feindselig, genau. Nee. Vielleicht soll ich denen erstmal noch ein bisschen was schenken. Damit die mich hier nicht nerven. Da hinten ist eine grüne Kugel, sehe ich gerade. Die habe ich irgendwie verpasst. Geysir. Da ist eine grüne Kugel. Schau eine an. Da bin ich da bisher an der vorbeigeritten. Quellenrand. Mal gucken, wenn ich den Saplika gebe. Gut, die Krocke werden ein bisschen feindseliger bei denen ist es jetzt nicht so wichtig. Die waren sowieso, das war irgendwie falsch hier eben, die Anzeige. Die waren die ganze Zeit ganz unten. Die sind ja immer noch feindselig. Oh Mann. Ach, das war nur ein Saplika, das es stehen gegeben hatte. Deswegen. Neutral. Ja. So ein bisschen weiter ins Neutrale. Toben die nicht mehr hier rum. Also ich will mir hier die Gegend doch noch mal angucken. So, das Pferd kommt hier nicht weiter. Das Alpafanti. Ja, man findet doch immer wieder was. Schlüsselgrafit. Ja, schöne Aussicht da zu den Inseln und dem Turm vom alten Schamanen und hinten dran da der Turm von der Gruft. Die Stelle, man da auch noch hochkommt. Das sieht aber auch ein bisschen komisch aus da unten.
Vielleicht sollte ich da noch mal hinschauen. Könnte man was essen. Gucken, ob wir da hochhüpfen können. Hier nicht. Hier vielleicht hochkommen. Nee, das sieht auch nicht danach aus. Da unten liegt auch Schlüsselgraphit. Der Ecke da unten. Da ist der Händler. Von den Jungs. Und da ist der Geysir, die hier werkeln. Könnte ja sein, dass hier noch eine grüne Kugel irgendwo versteckt ist. Da muss man sich dann schon mal umschauen. Da ist Schlüsselgraphit da unten. Zumindest schon, ne? Ich muss mal wieder ein bisschen mal Pferde rufen. Ich muss hier nicht so rennen. Da unten wohnt Krocke. Sandstein. Was kann man brauchen für Glas? Was ist das denn hier? So, aufsitzen. Ja, bei denen gab es jetzt nichts von Belang. Wo geht's denn hier hin? Da drüben glitzen auch welche rum. Eier sammeln.
Wieso treffe ich die nicht? Da unten ist auch noch was. Und da ist auch eine grüne Kugel. Ja, da gibt's Schlüsselgrafit. Erstmal wieder absteigen. Hier war doch eine Kugel. Ach, da. Und hier gibt es auch wieder ein tolles Rätsel. Da ist so ein Schnappe abgebildet. Da ist ein Hebel. Da oben ist wieder so ein Ei. Mit Auge drin. Ja, und da brauche ich irgendeinen Strom. Das ist ein Ballon. Es ist Nacht geworden. Da drehen sich diese Dinge. Aber hier brauche ich wahrscheinlich irgendwie einen Schnapper. Na gut. Also, diese Schnapper darf man nicht umbringen. Werde ich dann auch zähmen müssen. Später, wenn ich dann mal hin will. Das sind ja auch Schnapper jetzt. So, jetzt reiten wir aber erstmal zu diesem Goledi Gack hier. Irgendwo sind. Den muss ich mich jetzt erstmal anfreunden. Da ist wieder ein Schwung Schlüsselgrafit. Essen müsste ich auch was. Aha. Trockenton.
damit ich Flaschen herstellen kann. Ist das immer sehr nützlich, so ein Trockenton. Und Sandstein. Da läuft eine. Und das nachts. Ich denke, die schlafen nachts. Hier muss ja dann irgendwo ein Spendenkasten sein. Drüben, das sieht aus wie ein Spendenkasten. Das ist eine merkwürdige Markierung. Dieses Territorium ist unsere Spezies heilig. Wir werden immer versuchen, dieses Dorf zurückzuerobern, da es unser Hauptdorf ist. Das ist das Ei mit den Augen. Ja. Das sind die Golerdigax, ihr Hauptdorf. Da muss doch auch hier irgendwo ein Spendenkasten sein. Da ist einer. Dünnblick Spendenkasten, die mögen Trockenton, Vogelpfeffer, Sandstein und Nuktus. Insbesondere am liebsten. Ja, ich habe nur zwei Sandstein und fünf Trockenton. Aber das jubelt das jedenfalls schon mal ganz schön hoch. Ich habe ja noch Glas, 8 Stück Weichglas. Die reichen mir dann. Was ist denn, wenn ich denen Saplika gebe? Oh, das geht auch weit hoch. Tinkblume. Ja, das geht auch. Das geht auch ganz gut hoch. Wie sieht es aus mit diesen Großzapfen? Geht auch gut hoch. Jetzt werden die natürlich schön runterfallen hier. Und die Schmutzler auch wieder. Mei. Jetzt sind sie immer noch feindselig. Die sind neutral geworden. Die sind wieder feindselig. Glattperler. Konservierungswissen. Gib ich den auch mal. So, jetzt sind die neutral und die anderen drei sind feindselig. Neutral reicht ja erstmal, dass die mich nicht angreifen, dass ich mit denen reden kann. Daneben rechts hat sich dann auch verändert. So, da ist eine Golerdigak-Königin. Ju, ich grüße dich. Ich heiße Ju. Ich bin der Minz der Menschen. Der Minz. Der Minz? Was im Namen des Paradieses macht dich glauben, dass du hierher kommen darfst? Ich bin wichtig. Wichtig? K.
Keine Randfiguren von irgendeiner Gruppe haben uns irgendwas zu sagen. Komm zu uns zurück, wenn du eine Art von Prinz! Ja, genau das bin ich. Ich habe mich nur versprochen. Ein Prinz? Interessant. Also diese Halskette steht dir aber auch gut. Was können wir für dich tun? Ich suche nach Informationen über tragische Ereignisse der Vergangenheit. Oh, die große Tragödie unseres Volks. Jeder sollte über sie Bescheid wissen, damit so etwas nicht nochmal geschieht. Die Goledigak-Häuptlinge vor mir haben einen Schrein im Gedenken an die größten Helden und Verbrecher dieses Ereignisses gebaut. Wo soll ich nach diesem Monument suchen? Auf einem Hügel im Osten, der das große Meer überragt. Seine offizielle Tür hat einen Mechanismus, der nur während der ersten Stunden des Tages geöffnet ist. Darüber hinaus sind die Ereignisse in einer uralten Sprache verfasst. Du wirst diese Übersetzungsschriftrolle benötigen. Ich werde für immer dankbar sein. Für einen Prinz ist mir alles recht. Habe ich dir jetzt die Halskette gegeben? Wahrscheinlich. Präsentiere dich mit der Perlenhalskette einem Goledigak-Häuptling. Jo. Hier sehe ich auch keine Halskette mehr. Erkunde den Ort des Monuments. Der offizielle Eingang des Schreins ist nur während der ersten Stunden des Tages geöffnet. Nun denn, es ist ja gerade Nacht. Da wird aber noch was angezeigt. No. Gut. Irgendwie. Geht das Zeichen da nicht weg. Naja. Aber ich habe ja noch dieses andere Zeichen da jetzt oben rechts. Irgendwas mit Berg und Meer. Da hinten ist sowas. So ein Turm da hinten. Und sehen fast die Richtung. Ja, da sind wieder die Burschen da. Sollte ich noch mal gucken, dass ich Goledigak-Essenz kriege. Schmutzle-Essenz. Okay, Kariblin-Essenz, Fechsel-Essenz. Ich brauche eine Goledigak-Essenz, um da solche Tränke zu brauen. Schade, keine Essenz. Ja, jedenfalls habe ich wieder was zu tauschen. Oh, es ist ja ein Riesentrupp, der da kommt. Ah, ich habe hier wieder Sandstein. Trockenton.
Kannst du wieder tauschen mit den Quality Gags, falls nötig. So, das ist immer noch die Richtung. Hat ja von irgendeinem Felsen am Meer erzählt. Das wird immer größer, das Zeichen. Fettpflanze. Nehmen wir alles mit. Das ist wohl die Tür. Hier geht es aber auch noch hoch. Ach, guck hier. Irgendwas passiert. Ah, da fährt hier so ein Teil hoch und runter. Aber wie sollte das da gehen? Eben hat er was gezischt. Und da oben ist eine grüne Kugel. Ach, vielleicht muss ich das erst anschießen und dann bewegen. Ja, da komme ich jetzt nicht dran. Na gut, erstmal runter. Jetzt sollte die Tür auf sein. Die ersten Stunden, ja, die ersten Stunden des Tages. Da kann ich hier erstmal rein. Steiner. Die Sprungkönigin hatte die Führung inne. Suchte mit ihren schutzlosen Goller die Gax ihr Heil in der Flucht. Dieselbe Königin war es auch, die die ersten Goller die Gax zu einem Ort in Sicherheit brachte, der noch nie zuvor das Sonnenlicht gesehen hatte. Erkundungsfortschritt. Wollen wir mal sehen. Zwischen den Krokern und Gibbel die Gux brach ein großer Konflikt aus. Die Krocker Boshaftigkeit und den Neid auf die Flugfähigkeit der Gibbel die Gux waren es, die sie aggressiv machten. Trotz der fortschrittlichen Werkzeuge der Gibbel die Guck und ihrer berühmten Flugfähigkeit waren ihnen die Krocker zahlenmäßig überlegen. Weshalb nach den damaligen großen Schlachten in den stürmischen Dünen nur noch sie übrig waren. Gibbel die Guck. Ich habe noch nie zuvor von ihnen gehört. So. Und da die Königin. Hier kann man hochfahren. Wieder so ein Stein. Die Sprungkönigin und ihr langer Marsch. Ihr Marsch wurde erleuchtet von ihrer Tapferkeit, unmögliche Sprünge zu machen. Eine Fähigkeit, die eine Brücke zwischen Goller die Gack und ihren Vorfahren schlug. Nun ja. Ach, jetzt geht's doch hier hoch. Kommt man aber auch direkt von da unten direkt dran, ohne dass man da unten rein muss. Na ja gut, aber man muss ja diesen Kram da lesen. So, jetzt noch mal das Ganze.
hochgeklappt. Mann, jetzt ist es gerade. Das könnte funktionieren. Ja, genau, da kommt man dann hoch. Jupp. Interagieren. Diese Inschrift zeigt die Königin, wie sie die Golle, die Gag, durch eine feindliche Festung führt. Anscheinend hat sie es irgendwie geschafft, Dörfer in den Frieden zu bringen, damit sie den Golle, die Gag, freies Geleit geben. Gaben. Moment mal. Dieser Teil sieht so aus, als wäre er später hinzugefügt worden. Im späteren Verlauf zeigten die Sprünge der Königin auch den Weg in Richtung Einheit auf. Diese Geschichte ergibt keinen Sinn. Ja, genau. Was hat der Irrtum denn hiermit zu tun? Erst muss ich irren. Ich muss mit ihm sprechen. Da unten ist er ja. Ah, Ju, da bist du ja. So, und hier kann ich hier durchs Fernrohr gucken. Nö. Da unten auch wieder Kariblin. Was machen die denn in der Wüste? Das Bergvolk. Haben die auch irgendwo einen Stützpunkt? Muss ich erstmal wieder trockenen Fußes runterkommen. Lebendig hier runterkommen. Und mal was essen. Was esse ich denn jetzt mal? Ja, die Eier haben sich immer bewährt. Jawohl. Der Est, guck an. Ich hatte vergessen, noch etwas mit dir zu besprechen. Ich muss mit dir auch über etwas reden. Die Geschichte hier drin macht überhaupt keinen Sinn. Wie ich erwartet hatte. Oh, ich hatte noch nicht erwähnt, dass die Golleri Gax wahrscheinlich über ein Ereignis sprechen, das nur sie beeinflusst hat und das zeitlich vor dem Irrtum liegt. Die Tragödie der Dünen ist ein völlig anderer Konflikt, der keine Relevanz für den Irrtum hat. Eine der wichtige für diese arroganten Vögel ist. Naja, ich habe etwas über die Sprungkönigin gelesen. Sie scheint auch während des Irrtums wichtig gewesen zu sein. Woher weißt du das? Bei einem Teil der Geschichte gab es eine zusätzliche Inschrift. Sie erwähnte die Hilfe der Königin für den Marsch in Richtung Einheit. Es gab dort auch einen Teil über Verbreitung des Friedens. Ah, jetzt macht das endlich Sinn. Es ist bekannt, dass die erste Golerdiga-Königin einen Weg gefunden hatte, die Spezies ruhiger zu machen. Tatsächlich ist es angeblich so, dass man mit einem Golerdigak viel besser sprechen kann, wenn er ruhig ist. Ich würde die Verbreitung dieses Friedensgerüchts im Hauptdorf vorschlagen. Außerdem solltest du herausfinden, wo du etwas über die Sprungkönigin in Erfahrung bringen kannst. Wenn sie während des Irrtums lebte, wurde sie vermutlich mit ihrem Wissen beerdigt. Geh jetzt, Prinz Jo. Ne, Prinz. Genau. Neue Idee, Friedensgerücht-Idee. Habe ich da auch eine gekriegt oder muss ich die erst wieder herstellen? Ja, das sieht so aus. Nur die Idee. Ich habe ja die Abzeichen. Dann kann ich zumindest mal zwei Stück machen. Was? Auf der Insel gibt es derzeit keine Golerdigak-Dörfer? Beeinflusse das Golerdigak-Dorf mit dem Friedensgerücht, um sie zu beruhigen?
Und es gibt hier keine Dörfer. Ich habe eigentlich die Kugel jetzt mitgenommen, ja. Wie sieht es denn aus mit Kugeln? Ja, 7 Stück habe ich. Es gibt keine Golerdigak-Dörfer. Da war ja eben so ein großer Trupp Karibliner unterwegs. Haben die das auch vielleicht eingenommen? Muss mal schauen. Wir nehmen auf jeden Fall den Sandstein mit. Und Trockenton. Es gibt keine Golerdigak-Dörfer. Das finde ich ja jetzt mal hochinteressant. Vogelpfeffer ist das da, gell? Na da, geht's nicht weiter. Sackgasse. Da war ich ja schon drin vor einigen Folgen. Hab da eine grüne Kugel rausgeholt. Stumpfhölzer ist auch gut für Pfeile anfertigen. Allerdings würde mich jetzt schon interessieren, was mit diesem Golerdigak-Dorf passiert ist. Nochmal Trockenton. Das sind doch Golerdigak. Ja, absolut. Sind da welche? Wieso hat er mir eben gemeldet, es gibt kein Golerdigak-Dorf auf der Insel? Hä? Merkwürdig. Hier brennt doch kein Feuer. Dies ist eine merkwürdige Markierung. Ah ja, das ist das Hauptdorf. Die gab es unten ja auch schon. Quack. Warum ist hier noch diese Markierung bei der Tante? Hat die noch irgendwas, was ich mir nicht genommen habe? Nee. Komisch. Und da soll ich den Händler, dem das Friedensgericht, überbringen, um die zu beruhigen. Ich kann aber nicht handeln mit dem, weil ich bin ja nur neutral. Ach Mist. Ja. Ich bin ja nur neutral. Dann muss ich das anders machen. Dann muss ich dieses Friedensgericht über den Spendenkasten einliefern. Drei Friedensgericht. Friedensgericht. Neues Inselkonzept. Du hast Friedensgerücht auf Albamar verbreitet. Dieses Gerücht und seine Varianten werden von den Dorfhändlergruppen auf der Insel in Umlauf gebracht.
Dörfer, die mit diesem Effekt behaftet sind, produzieren mehr Dorfbewohner und reagieren friedlich auf ihre gesamte Umgebung. Das heißt, dass ich dann, wenn einer feindselig ist, dem ein Friedensgericht in die Hand drücken kann und dann kann ich da trotzdem rein. Das könnte so sein. So. Sprich mit dem Häuptling über die Sprungkönigin. Ah ja. Oh, es ist der Menschenprinz. Du hast unserem Dorf Frieden gebracht. Die Sprungkönigin, Eure Majestät, vergangene Tage, war mir dabei ein Vorbild. Oh, du hast deine Forschung betrieben. Ihre Geheimnisse faszinieren mich. Gibt es einen Ort, wo ich noch mehr erfahren kann? Prinz, dieses Wissen ist heilig. Die große Königin liegt nicht weit von hier zusammen mit den größten Gibbeldickuck-Helden begraben. Wenn du ihn huldigen möchtest, dann suche das Grab mit dem großen Sonnensymbol auf der Tür. Vielen Dank. Du wirst mehr als meine Zustimmung benötigen. Die Königin hat ihre Geheimnisse gut verborgen. Betritt das Grab der Sprungkönigin. Aber es nervt mich jetzt immer noch diese Anzeige da. Ich werde jetzt erstmal kurz speichern und werde nochmal neu laden. Das hat manchmal so kleine Fehler, das Spiel. Ja? Jetzt habe ich nämlich nur noch da oben diesen einen gelben Pfeil und nicht zwei. Ja. Betritt das Grab der Sprungkönigin. So, da muss ich erstmal wieder auswildern. Na komm. Und neu zähmen. Jetzt habe ich da unten rechts wieder alle Markierungen. Nochmal Stumpfels. Nützlich zum Bauen. Ich hätte ja zu gern Golle die Gag-Essenz. Ach, der hat nur Fechsel-Essenz. Also an diese Goledigak-Essenz ist echt nicht leicht dran zu kommen. Nehmen wir noch einen Schwung Vogelfetter mit. Bleib einfach stehen. Da ist auch nochmal Sandstein. Und da drüben Trockenton. Okay, dann kann es weitergehen. Was war das jetzt? Wo? Da guck, da ist wieder ein Karibnin. Auf die andere Seite. Aber zunächst, es hilft nichts, muss man diese Jungs hier erledigen. Das Schwert ist richtig toll. Kariblin-Essenz, Mann. Keine Goledigak-Essenz. Das ist einfach doof. Auch schön gemacht.
wohnt denn da? Ah, die. Die Moos wohnen da. Ausgerechnet. Die Mukus. Das ist wohl das Grab, ausgerechnet hier bei diesen Kühen. Mit dem Sonnensymbol interagieren, genau. Kund das Grab. Und wieder Sachen zum Aufsammeln. Noch ein Hebel. Ja, erstmal Licht machen. Puh, Hebels. Was die wohl machen? Gucken wir da mal rein. Hier sind wieder solche Bolzen. Mach mal Licht. Ah, da geht's runter. Das würde ich denken, dass man das irgendwie aufmachen muss. Da gibt es auch wieder Sachen zu sammeln. Blattteig. Und Pfeile. Und was ist das? Interagieren. Oh, ein Plan. Also erstens am Eingang. Erstens am Eingang. Das sind die Hebel wahrscheinlich unter der 1 hier. Ja, das heißt erst den, dann den zweiten. Dann den dritten auf der rechten Seite und den vierten auf der linken Seite. Rechts. Rechts 1, links 2, rechts 3, links 4. Rechts 1, links 2, rechts 3, links 4. Da hat sich irgendwas bewegt, ich hab's gehört. Da oben ist auch noch mal was. Da oben das Holz. Muss man da noch mal drauf hüpfen oder etwas? So, also wie ging es dann weiter? Zweitens, das nach Norden ausrichten. Norden und im Osten das Brennende. Norden und im Osten das Brennen. Ach, hier ist eine Fackel. Und da ist ein Hebel. Nee. Das ist eine Fackel zum Anzünden. Oh, da ist was runtergefahren. Guck mal. Ich habe die einfach angezündet. Norden wäre ja da. Wenn ich nach Norden schaue, Norden wäre da, das ist der rote Pfeil. Wenn ich nach Norden schaue, ist Osten.
An der Stelle. Ach, deswegen hat das funktioniert. Ich habe erst den Norden angezündet und dann den Osten angezündet. Die anderen zwei sind wahrscheinlich egal. Und dann ist hier die Säule runtergefahren. Die ist im Boden gefahren. Schauen wir das nochmal. Da hat was gerumst. Da hat schon wieder was gerumst. Und wieder. So. Kann ich das jetzt nicht mehr lesen? Da rumst was. Warum ist die Säule runtergefahren? Ach, da fährt was hoch und runter. Ah ja. Oh. Oh, da fällt das runter. Jetzt wieder hochgeschnappt. Jetzt wieder runtergeschnappt. Da kommt man runter. Tschum. Mit dem Hebel geht's wieder hoch. Aber jetzt fährt es wieder runter. Nicht machen. Und das ist das Grab. Da ist der Sarkophag. Und hier gibt es wieder Kisten. Kisten mit Blattteig. Ja, Pfeile. Schön viel Pfeile wieder. Da ist noch eine Lampe zum Anmachen. Eine Fackel. So, jetzt haben wir schön Licht hier. Und da gibt es wieder einige Sachen. Hüpfbräu. Neue Mixtur Hüpfbräu. Hüpfbräu. Was ist das? Feder-Schienbeinschützer-Idee. Und die Sprungkönigin ruht hier, das größte Gollerdigak-Oberhaupt aller Zeiten. An dieser Stelle erinnern wir uns an ihre größten Errungenschaften, wie zum Beispiel die Besteigung der Gegenwart des Schöpfers und die Entdeckung des sichersten Verstecks. Von dort aus wurden die Lösungen des Irrtums erdacht. Die Gegenwart des Schöpfers. Das klingt stark nach der Menschengestalt, die man von den Wackelklippen aus sehen kann. Wer würde es wagen, darauf zu klettern? Ich sollte das wohl wissen. So, die Pilgersch und die Hüpfbräu-Idee. Du kannst ein Hüpfbräu verwenden, um höher zu springen. Erklimm die Gegenwart des Schöpfers, um das Heiligtum zu sehen. Ist schön gemacht hier. Haben sie schön gebaut, das Grab. Das fällt gleich wieder runter, das Ding. Ich könnte mal was essen. So, da kommen wir wieder raus. Wieder raus aus dem Grab.
So, da wohnen hier Karibnins. Das ist ja. Ei, ei. Der mag mich nicht. Da drüben. Erklimm die Gegenwart des Schöpfers. Oberschenkel. Ich will Golladi Duck Essence. Will ich haben. Da hinten ist die. Jetzt habe ich da hier so einen bösen Karibling vor mir. Mu. Ja, da gibt es auch wieder Schlüsselgraffit. Ein Schlüsselgraffit und ein Trockenton. Das sind Schmutz, ne? Und die sind ja jetzt böse. Wie sieht denn das aus mit meinen? Die sind noch neutral, die sind feindselig und natürlich die Kariblin sind ganz feindselig. Ich habe 4 Schlüssel, ich habe 7 Schnelltransports, ich habe nochmal Schlüsselgraffit ohne Ende. Kann ich eigentlich noch ein paar Schlüssel machen? Jetzt habe ich einen Schlüssel mehr. Hier habe ich jetzt Hüpfbräu. Dafür brauche ich einen Nuktus. Und die Fee der Schienbeerschützer-Idee. Elegante Beinpanzerung zur Schutzerhöhung. Und das Friedensgerücht. Ja, brauche ich wieder Abzeichen. Dann stelle ich dich mal hier ab. Nicht, dass die Schmutzler dich erschießen. Den Trockenton nehmen wir auch mit. Du kannst ein Hüpfbräu verwenden, um höher zu springen. Erklimme die Gegenwart des Schöpfers. Das heißt, ich muss da hochhüpfen. Sie muss wohl mit Hilfe eines Hüpfbräu geklettert und gesprungen sein. Das muss ein ziemlicher Anblick sein. Noch so hoch. Und da komme ich wahrscheinlich nicht mehr rüber, ne? Nee. Da schlachte ich doch nicht mal. Die Gag-Essenz. Also hier komme ich so hoch. Ja, jetzt sollte ich mal mit dem Hüpfbräu probieren. Schlucks. Jo. Das geht einfacher.
kommen wir nicht hoch. Da. Das ist nicht so einfach. Vielleicht dann von dem Vorsprung aus. Oder hier. Das könnte klappen. Noch weg, das Hüpfbräu. Sieht man ja oben links. Da muss ich drauf, genau, hat hingehauen. Und jetzt nochmal da hoch. Uff. Geschafft. Und da gibt's irgendwas zu sehen. Da blitzt was. Es ist eine Höhle. Das scheint wichtig zu sein. Ich sollte es den Tambas berichten. Zuerst mal, wie komme ich da runter? Vielleicht kann ich in dieser Pfütze da landen. Wissen über den Irrtum. Die Gonne die Gack waren diejenigen, die einen sicheren Ort finden sollten, wo man sich über die nächsten Schritte beraten konnte. Aha. Das heißt, da hinten irgendwo, da hat's geblitzt. Da hinten hat es irgendwo geblinkt. Aussicht ist ja schön. Ja, schöne Aussicht hier. Da muss er niesen. So, auf die Pfütze da unten. Klatsch! So geht das. Ich habe noch einen Hüpfball. Sind diese Getränke da? Hüpfbräu. Gut, da haben wir Schnucktus. Den könnte ich jetzt hier mal suchen. Ausdauerbräu. Da habe ich genug Schlammrüben. Machen wir mal 7. Ausdauerbräu. So. Eine Mixtur, die deine Energie augenblicklich auf 100% bringt. Spurtmixtur-Idee, die brauche ich eigentlich nicht so dringend. Ja, da brauche ich Alpha-Pfandfleisch für den Fernrohrtrank. Da sind dann wieder die, da ist das Bogenschießen wieder stärker. Da habe ich jetzt noch 4 davon. Nahkampfmixtur, da brauche ich Golle, die Gag-Essenz für die Nahkampfmixtur. Im Moment habe ich noch 3. Lebenskraftbräu habe ich noch 3. Ja, jetzt habe ich 6. Und Muskelbräu. Kann ich auch jede Menge herstellen. Okay.
Das passt. Tja, gut, das haben wir auch gelöst. Das Ziel der Grabgucke ist fertig. Ja, wir haben also jetzt gesehen, wo da irgendwie ein Platz ist. Und da haben wir hier einen Hebel gekriegt von den Fechseln. Ja, hier haben wir das Spüstahlfragment bekommen und diese Ratseinladung von den Schmutzlern. Hier haben wir diese Grobknochennadel bekommen von den Krockern. So, dann speichern wir es mal. Das heißt, jetzt müssen wir als nächstes diese Kariblin bezirzen. Allerdings möchte ich jetzt auch erst noch mal gucken. Die Gack, die verkaufen doch auch ihre Essenzen. Da müsste ich mit denen noch mal ein bisschen stärker freundlich werden, verbündet werden. Dann könnte ich bei denen einkaufen. Könnte ich bei denen dann eventuell diese Essenzen kaufen. Also eintauschen. Ja, der kommt da nicht runter. Hier muts schon wieder. Ein paar Pfandleder brauche ich doch auch für das eine. Und dann hauen die ab. Hinterher! Moment, da könnte ich ja jetzt mal gucken mit der Spurtmixtur. Wo ist sie denn? Muskelbräu, Ausdauer, Nahkampf, da, Hüpfbräu, nee. Ach, die hatte ich nicht mehr, Spurtmixtur. Konnte ich da noch anfertigen, Spurtmixtur? Tinkblume brauchte ich da zwei, die habe ich nicht. Naja, gut. Da haben wir jetzt ein paar Pfannen gekriegt. Da, Alpha-Pfandfleisch für den Fernrohrtrank. Alpha-Pfandfleisch war es, nicht Leder. Ja, jetzt habe ich hier sieben. Ja, ich habe ein Hüpfbräu. Da brauche ich noch einen Noctus finden. Ausdauerbräu habe ich sieben. Spurtmixtur habe ich jetzt nichts mehr, aber naja, die ist auch nicht so wichtig. Der Fernrohrtrank, die Nahkampfmixtur, da könnte ich mir eben, müsste ich mir noch Golladi Duck Essenz besorgen. Und das Lebenskraftbräu, gut, da habe ich schon sechs Stück und Muskelbräu acht. Oh, da ist eine grüne Kugel. Ups, da müssen wir doch gleich mal absteigen. Steht hier einfach so rum und sagt nichts. Garnfiskuskuchen.
Ja, das war jetzt schon wieder eine ziemlich lange Folge. Da machen wir an der Stelle erstmal einen Schnitt. Mache an der Stelle erstmal Schluss und dann mache ich ein kleines Zwischenintermezzo, bevor ich zu der letzten Folge mit den, zu der, nicht der letzten Folge, zu der letzten Aufgabe mit den Kariblin komme. Danke fürs Zuschauen und dann erstmal bis zur nächsten Folge, sage ich Tschüss.